In diesem Short zeige ich euch, wie ihr mit der Funktion empfohlene Diagramme und generell der Diagrammfunktion in Excel aus euren Tabellen ansehnliche Diagramme, die lesbar sind und Sinn ergeben, erstellen könnt. Und diese beispielsweise dann in PowerPoint oder in anderen Formaten weiterzuverwenden. Wenn euch der Shot, also der Kurztipp, gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da und schaut auch mal um. Hier gibt es noch mehr solcher nützlichen Informationen rund um die Office-Produkte.